So, ich überlege gerade, am besten machen wir jetzt als nächstes die restlichen Aussichtspunkte, das ist nur einer. Beziehungsweise wir kümmern uns kurz hier rum, denn in diesem Spiel kann man Codex-Seiten sammeln. Sorry. Sorry. Hey. Nee, in diesem Spiel kann man Codex-Seiten sammeln. Das sind Banken übrigens. Hier sieht man an diesem Logo da oben drüber. Kann ich euch kurz einen Datenbankeintrag zeigen? Und zwar bedeutet dieses Symbol unten auf der Minimap, dass da eine Codex-Seite drin ist. Was genau das ist, werden wir später erfahren. Ich sage nur so viel, wenn wir es jetzt einsammeln, haben wir später weniger Probleme. Nur die Wache steht über dem Gesetz. So, wir fordern die mal heraus. So. So. Wir greifen ihn noch mal da und da und da. So, die plündern wir dann natürlich auch mal eben. Ist nicht wirklich viel, aber ich meine. Okay, es lohnt sich gar nicht, da greifen wir bei jedem Taschendiebstahl mehr ab. So, hier haben wir diese Kiste. Codex-Seite erhalten 1. Was genau das ist, wie gesagt, werdet ihr später erfahren. So. Schau mal kurz, wir werden nämlich jetzt nochmal eben auf den letzten Aussichtspunkt gehen, bevor wir uns Richtung Villa Auditore begeben. Dass wir auf jeden Fall das Gebiet jetzt komplett aufgedeckt haben. Hi. So. Nein, du bildest jetzt nur ein. So. Dann haben wir hier eine Leiter. So. An alle Männer im wehrfähigen Alter. Und dann nehmen wir direkt wieder hier die Seite, beziehungsweise die Seite, wo wir in einem Zug hochkommen und dann erstmal Ruhe haben. So, und synchronisieren dann jetzt auch den letzten Aussichtspunkt. Wie man sieht, Florenz bietet aber noch einigen Spielraum, das heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch einige Spielstunden verbringen. Auch wenn es jetzt so vorkommt, als hätten wir Florenz komplett aufgedeckt. Jenseits der Grenzen gibt es noch einiges zu entdecken. So, jetzt gehen wir zur Villa Auditore. Ah, wir können auch mal ein bisschen zivilisiert über die Straße gehen, meine ich. So, und biegen hier dann links ab. Und da haben wir schon die Villa Auditore. So, und wir interagieren mal mit der Tür. Familienerbstück. Giovannis Dokumente finden und sie Ulberto Alberti überbringen. So, wie Giovanni sagte, unser Vater, nutze dein Talent. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Genau, nutze dein Talent, um sie zu finden. Wir aktivieren das Adlerauge. Y steht oben im Steuerkreuz.
Und wie wir sehen, interagieren. Und wir haben hier einen geheimen Raum in der Villa. Den Inhalt der Kiste nehmen. B drücken zum Interagieren. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. So, und wie wir sehen, tragen wir nun die Assassinenrobe, die, wie ich finde, einfach nur... Ich hört sich komisch an, aber wunderschön aussieht. Mir persönlich gefällt zwar die Robe in Brotherhood noch besser, aber ich finde, diese Robe ist so beeindruckend. Und wir müssen uns das jetzt mal so vorstellen, das ist ein Familienerbstück, sprich... Die Robe von Giovanni. So, wir gehen mal weiter. Und verlassen die Villa. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Okay, wir ziehen das Schwert. Dass du stirbst. Und im Prinzip dasselbe System, wir kontern. Das wird nicht gesehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt kein... So. Noch gar kein Problem mit diesen Gegnern. So, wir plündern diese mal wieder. So, und dann gehen wir schnell zu Umberto Alberti. Und ich finde diese Umhang über der linken Schulter auch so genial gemacht, wenn wir eine Zeit lang so gehen, dann zieht er sie ihn wieder über den Arm Frisch rüber. Also wirklich, ich finde, die Robe ist so genial gemacht. Aber okay, genug von der Robe geschwärmt. Wir werden sie jetzt das restliche Spiel lang sehen, daher muss ich da jetzt nicht mehr viel zu sagen. Sieht man ja auch auf dem Cover, die Robe. Ja, der hat gerade seinen Kameraden geschlagen. So. So, wir können auch mal die Waffe entnehmen. Wir können ihm auch mal die Waffe entnehmen. Können wir das eigentlich schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, können wir noch nicht. So, wir greifen ihn mal und einen gekonter Kehlenschnitt. Ich meine, für die paar Florinen lohnt sich das wirklich nicht. So, und hier ist Umberto Alberti. Und wir interagieren mit der Tür. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht... Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest... enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Das werden wir noch sehen. So, plus 100 Florinen. Wie wir sehen, ist es mittlerweile Tag geworden. Übrigens auch neu, im ersten Assassin's Creed Teil gab es keinen Tag-Nacht-Zyklus. Assassinen-Umhang erhalten. Zerbrochene, versteckte Klinge erhalten. Sehen wir noch nichts von. Die ist, wie gesagt, defekt. Codex-Seite erhalten. Und das war's. So, dann gehen wir mal zum Piazza. Zur Anhörung.
So. Übrigens, man kann die Kleidung ja in diesem Teil auch färben beim Schneider. Das sollte auch bereits bekannt sein. Werde ich nicht machen. Ich persönlich finde die Robe, so wie sie jetzt ist, perfekt. In dem Weiß-Rot. Daher lasse ich das mal außen vor, bis ich sie vielleicht überhaupt färben werde. So, dann gehen wir mal zur Anhörung.